Moin Leute, Time ist hier. Wir reagieren auf das neueste Video von Two Broad Guys. Karl S. will Kanzler werden. Karl S. will Bundeskanzler werden. Und wenn jemand Deutschland in eine testosterongeladene Zukunft führen kann, dann... Big Daddy S. Es ist es. Der Businesskönig und ehemalige Businesspumpenvertriebler weiß genau, wie man zum Volk. Warum? Der hat ja Geld verdient. Der hat ja das Geld. Warum ist der immer noch so doll in der Öffentlichkeit und labert immer so viel Scheiße? Das ist doch krass. Das ist so, ich finde es sehr unterhaltsam, das anzugucken. Aber der hört ja nicht auf. Der ist ja auch schon seit irgendwie 14 Jahren oder so vor der Kamera. Spricht. 99% von euch sind wirklich faule Ratten. Für den Verfall dieses Landes sind wie bei jedem Populisten vor allem die... Die Grünen. Die Grünen. ...verantwortlich. Werbung ist dümmer als ein 8-jähriges Kind. Was war nochmal sein bestes Meme? Da musste ich jedes Mal lachen, weil das so dumm ist. Irgendwie sowas wie... Was war das? Jeder, der nicht reich ist, ist behindert oder irgendwie sowas. Das ist so dumm. Das ist so krass, ne? Also bitte, Habeck, schalt's Gehirn ein. Big Daddy S ist bereit für unser Land zu kämpfen. Er hat große Pläne und wird mit Wemmer-Fokus daran festhalten. Die Scheiße nochmal. Get rich or die trying, Mann! Get rich or die trying! Ganz einfach! Verdammt die Scheiße nochmal, ja? Wieso streamt er immer beim Autofahren? Da wirst du sofort gebannt, oder nicht? Geht keiner von meinen verdammten Zielen ab, Mann! Karl S will tatsächlich in die Politik gehen. Erstmal, was ist mein Ziel hierbei? Tja! Erstmal danke für diese geniale Frage, ja. Ich möchte später in die Politik gehen, ab dem Zeitpunkt, wo ich circa ein Vermögen von 200, 300 Millionen Euro habe. Er hat gerade erst einen Instagram-Kanal mit dem Namen Karl S. Kanzler gestartet. Karl Alarm. Ist es eigentlich gewollt, dass ihr arm bleibt? Schauen wir es uns doch mal an. Leute, ein Land muss so geführt werden wie ein Riesenunternehmen. Deswegen baut euch eine eigene Rente auf. Passive Einnahmen, Vermögen, Cashflow, schreibt mir sofort Rente als DM und ihr bekommt von mir einen Plan. Aber wie wäre unser Land unter S? Deutschland 2029. Das Verbrenneraus wurde gekippt, denn 80 Millionen Menschen wurden auf Anordnung des Kanzlers in Ferraris verwandelt. Ich wollte nie nur einen Ferrari haben. Ich wollte immer auch ein Ferrari sein. In Bayern wurden die Kreuze an den Wänden durch kleine Mini-Hanteln ausgetauscht. Nur noch Geringverdiener wagen es zu studieren. Brich dein Studium ab, brich's ab. In Alpha-Seminaren lernst du 6 Punkte, die du befolgen musst, um reich zu werden und wie du ohne Startkapital bis 10.000 Euro im Monat verdienst. High status coach. What do you do for business? I sammle Pfandflaschen in the snow and I have to versteuer in Germany. Danach stehen Bizeps-Curls und Schrägbankdrücken an. Morgen stehen 10 Green Flags bei Frauen und die große Diät für mehr Glück und Erfolg auf dem Stundenplan. Für jeden Bürger der Bundesrepublik. Meine Sex-Diät für mehr Glück und Erfolg. Publik. Schaut uns vorher viele Posts an, dass ihr wisst, was Sache ist, ja? Ihr müsst auch denken, ihr Jungs, ja? Die Mädels lassen sich im Schnitt 2-3 Jahre früher als ihr, ja? Die Uschis lassen sich schon relativ früh durch. Danach gibt es Vertriebscoaching fürs Volk. Wie verkauft man überteuerte Energydrinks an Kinder? Was ist die Marge auf Pumpen? Ich habe da am Tag zwischen 3 bis 5, 6 Stück ungefähr verkauft. Also so 600 Euro. Deutschland ist endlich great again. Die Nation ist fit. Der hat 600 Euro Umsatz am Tag gemacht mit Penispumpen. Und jeder verdient per WhatsApp-Gruppe mindestens 10.000 Euro im Monat. Das alles dank... Karl! Ich will auch dabei sein. Karl hier, das ist mein Kanal. Ich gehe jetzt lieber wieder nach Hause. Dann verpiss dich, wenn du es nicht willst, wenn du es nicht brauchst, dann verpiss dich. Die meisten checken, die wissen dann nicht mal, wie ein Unternehmen läuft. Was ist Umsatz, was ist Gewinn, was ist Marge, wie viel sind Steuern, was kostet das Büro, was die Kreditkarte. Der komplette Film ist da drin. Die Paypal-Gebühren, die Coke oder die Aber guter Film, ja. Ist das Meme nicht hier letztens in echt passiert? War das nachgestellt? Hat da jemand einen Clip? Ich habe das irgendwo letztens gesehen, wo so ein Kind bei Regen durch so ein Dings läuft und dann
Was hat man, war das sogar in Daily Dose of Internet? Could it be? It is! Big Daddy S. Es ist es. Big Karl Daddy S kündigt schon länger an, irgendwann mal auf Politiker umzuschulen. Meine Social Media Aktivität wird jetzt die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre noch eingeschränkt sein. Und dann erst, wenn ihr seid immer wieder, Social Media wird eingeschränkt unternehmerisches sein. Und wirtschaftliches Setup dementsprechend steht, erst dann werde ich in die Politik gehen. Karl ist geborener Ami. Und ich liebe die USA. Mr. Big S scheint sich bei seinem politischen Der ist Amerikaner? Werdegang entsprechend vor allem Donald als Vorbild zu nehmen. Germany first, Leute. Make Germany great again. American Dream. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Coward. They sacrifice every day for the furniture and future of their children. Warum redet ihr so? Said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. Jetzt ohne überhaupt auf die Person Donald Trump eingehen zu wollen, ähnlich war es ja bei ihm auch. Er hat sich nicht hochgedient in der Politik, sondern hat sich wirtschaftlich aufgebaut und ist dann rübergewechselt. Und das finde ich einen deutlich sinnvolleren Weg. Wie Trump sagt auch Karl gerne Dinge, die keinen Sinn ergeben. Leute, warum sind in dem See hier keine Enten mehr? Oh shit, sind ja alle auf meinem Shirt. Das verstehe ich nicht. Warum macht er so welche Stories? Was bringt ihm das? Das sind Schwäne, stimmt, das sind Schwäne. Selbst das hat er verkackt. Frankreich, Parlez-vous, Französisch. So viele Urus, wir machen nicht mal einen auf Gurus. Der Weg zum Kanzleramt ist... Doch, macht er. Also klar. Ein Land muss man im Endeffekt führen wie ein Unternehmen. Und ein Unternehmen kann man nur führen, wenn man praktische wirtschaftliche Erfahrung hat. Erstmal in der Privatwirtschaft hascheln, die Basics lernen und ab auf den Everest, dann kommt der Switch in die Politik. Und Politik macht man heute über Reactions auf Instagram. Ich spiele mit dem Gedanken, der neue Reaktionsboss zu werden. Ich überleg's mir ernsthaft. Na Karl, da freue ich mich drauf. Aber seit dem Streit mit Nico und Tim Gabel ist es auf YouTube etwas schwierig für Karl geworden. Ich hatte damals primär mit dem Tim und dem Inscope ein Problem. Und die waren natürlich befreundet mit diesen ganzen Ungen und diesen ganzen... Ich weiß ja gar nicht, wie die alle heißen. Och Mensch, Karl, jetzt lass doch Simon da raus. Das ist so geil. Man kann immer Lurk-Girlie, egal was, schreiben lassen. Das ist immer ein guter Gag, automatisch. Der geht auch noch in 6 Jahren, das wird immer funktionieren. Da haben natürlich die alle schlecht über Karl S. geredet. Ja, da hast du natürlich die Arschkarte gezogen, wenn insgesamt 10 Millionen Influencer, Follower, 13-jährige, 14-, 15-jährige Kinder auf einmal über dich herhaten, dann hast du natürlich schlechte Karten. Und deswegen, folgt mir alle auf Telegram, weil Instagram und Facebook sind beides Zensurplattformen. Er versucht es auch auf... So geil, das ist so boomermäßig. Telegram ist es, das ist so geil. Ey, was ist deswegen? Scheiß auf YouTube und Instagram, folgt mir auf Facebook und Telegram. TikTok, auf der Plattform ist er aber leider einer gigantischen Verschwörung auf der Spur. TikTok blockiert politische Videos. Die ganzen Videos, die auf Instagram bei mir durchgehen, die werden auf TikTok blockiert. Wo ich über die Politik rede, die Deutschland schadet und über die Politik, die Deutschland hilft. Das heißt also... Bei mir wurden bisher nur 2 Videos auf TikTok blockiert. Einmal hat Max Schradin eine Vorwärts-Judo-Rolle gemacht über 4 Typen rüber und hat sich die Schulter weggebrochen und explodiert. Und das andere Mal wollte Rumatra eine Plastikflasche treten in Peru, hat zu tief getreten und hat voll gegen die Bordsteinkante getreten und sein ganzer Fuß ist weggebrochen. Das sind die einzigen Videos, die gesperrt wurden von mir von TikTok. Da dürfen sich Leute, ich glaube, das ist eine Masche. Ich glaube, Leute dürfen sich nicht selbst verletzen. Könnte das sein, dass das in den Richtlinien steht? Wenn Dinge auf TikTok von China gebannt werden, die Deutschland helfen, ist dann China für Deutschland oder gegen Deutschland? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Also nicht, dass TikTok und Zensur kein reales Thema sind, aber niemand durchdringt es so scharf und akkurat wie der Kreatinkommissar Karl K. Ja, was soll ich sagen? China ist scheiße. Ja, ganze Chat ist voll China. Ja, ich weiß auch nicht, warum man das sagt. Man darf es sagen, es ist richtig, aber warum? Wenn alle ausrasten, man es sagt. Warum sollte man das tun? Kanzler Karls Format ist simpel. Wenn ihr das, was ich sag, nicht mögt,
Seid höchstwahrscheinlich Loser. Er sitzt irgendwo rum, mal im supersleeken Ledersessel, mal im teuren Rari. Dann spielt er Clips ab, zu denen er vorher oder nachher kurz seinen ungefilterten Senf gibt. Das erste große Problem ist, die Alten haben einen Rentenanspruch. Aber wir haben kein Geld, das irgendwo rumliegt, um diesem Anspruch zu genügen. Ich mach's kurz, Leute. Ihr werdet keine Rente bekommen. Deswegen baut euch eine eigene Rente auf. Passive Einnahmen, Vermögen, Cashflow, schreibt mir sofort Rente als DM. So nicht, Minion. Aber der Anteil von CO2, den die Deutschen produzieren, ist so gering, weltweit gesehen, dass es vollkommen lächerlich ist, was die da die ganze Zeit machen. Also bitte, Habeck, schalt's Gehirn ein. Und ob jetzt in Deutschland Kohle verbrannt wird zum CO2... Wie viele Aufrufe haben solche TikToks? ...2 produzieren, ob in Kolumbien, das macht nichts aus. Nur weil wir hier weniger CO2 produzieren, heißt es nicht, dass andere dann auch weniger produzieren. So nämlich. Löst man das Problem mit dem Klimawandel? Elitastisch. Wow. Baerbock ist dümmer als ein 8-jähriges Kind. Ich halte es nicht mehr aus mit dem Habeck, so, das bringt doch alles nichts mehr. Abschaffung aller Klimaschutzgesetze? Absolut ja. Ich sage, es gibt einen Klimawandel, aber ich glaube nicht... Das gab's schon immer. Ja, den gab es eben schon immer und aufgrund meines wissenschaftlichen Standes... Das ist eigentlich auch unangenehm anzugucken. Was ist das denn? Was soll das? Der Einfluss, der CO2-Ausstoß, den die Menschen verursachen, nicht... dass der Klimawandel in die eine oder andere Richtung gedrängt werden kann. Ich glaube, das ist auch wieder ein riesiger Wirtschaftsscam, der da betrieben wird. Förderung, Schiefergasgewinnung, Fracking, ja, würde ich fördern. Hey Carl, ist es gerade dein Ernst? Die allermeisten Clips, die er abspielt, sind populistisch, spielen mit Ängsten und haben einen Verschwörungserzählungsvibe. Wenn unsere Ampelregierung so weitermacht, Leute, dann haben wir alle in 5 bis 10 Jahren davon nichts mehr. Nicht nur die Medien, also nicht nur die Lügenpresse unterdrücken alles, was nicht in die linke und grüne Richtung geht, sondern auch Google, Facebook und so weiter. Nur Twitter von Elon Musk ist noch wirklich safe. Ist es eigentlich gewollt, dass ihr arm bleibt? Schauen wir es uns doch mal an. Viele Leute in Europa genügend arm sind, sodass sie im Wesentlichen keine Ressourcen mehr verbrauchen können, kein Auto fahren können, im Winter nicht heizen können und kein Fleisch mehr essen können. Dann löst das aber die Energie- und Klimaprobleme. Leute, Deutschland ist doch wirklich fast vorm Bankrott, oder? Digga, so Politik-Populismus-Clips auf TikTok, die 6 Sekunden gehen, das ist so Arsch. Oh Gott. Big Daddy übernimmt augenscheinlich also einfach irgendwelche Clips, die polarisieren, macht scheinbar keine Fact-Checks, keine eigene Analyse und gibt keinen Kontext. Er wiederholt offenbar einfach blind das, was sein Insta-Algorithmus ihm hochgespült hat. Deutschland schmiert ab, die guten Leute hauen ab, sogar Trump sagt's. In Germany, a catastrophe. I have friends from Germany that for 20 years have been telling me how great Germany is, what a great place to live. Das spielt immer TikTok. Ja. Auch beim nächsten Video zuckt man erstmal kurz zusammen. Wer sagt, dass sich schwarze Afrikaner nicht super integrieren können? Bitte? Was haben Sie gerade gesagt? Aber dann kommt der unerwartete Plot-Twist. Hey, Mama, mein Kartoffelsalat, Leute, ich zeige euch, wie es geht. Bei ihr braucht es ganz einfach Kartoffeln, broschierte Zwiebeln, Schnittlauch, da ist Senf drin. Wie geil ist der denn, Leute? What a thing! Normale Kartoffeln. Ich würde sogar sagen, auf die 1. Apropos Kartoffelsalat. Zu jeder EM-Party gehört das passende Essen. Unsere Jungs stehen auf. Karotten. Ihr wisst ja, meine Pferde lieben auch die Karotten, aber ich kann es verstehen, warum. Karotten passen ausgezeichnet zu diesem Elfmeter-Burger mit veganem Hack von Green Force. Die Grünen. Der Burger wurde offiziell von Thomas Müller approved und ist ab jetzt bei HelloFresh erhältlich. Yes, Chef. Yes, Chef. Für den perfekten Fußballabend. Dafür habe ich auch Werbung gemacht. Den Podcast. Abend mit der Familie und Freunden gibt's noch viele weitere EM-Rezepte. Bei HelloFresh bekommst du alle Zutaten zu dir nach Hause geliefert. Du musst also nicht super lange einkaufen. Ja, so doll das gleiche Briefing. Gehen und Gerichte planen. You are not tough. You are bullshit. You are talentless. Yes, Chef. Dank der Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu jedem Rezept kannst du bald genauso gut kochen wie Thomas. Schmeckt gut. Karotten passen überall dazu. Wenn ihr wie er viel unterwegs seid, zum Beispiel um Tore zu schießen, könnt ihr die HelloFresh-Lieferungen mit wenigen Klicks einfach pausieren. Mit dem Code HELLO2BG spart ihr bis zu 120 Euro auf eure erste Box und erhaltet bei einer Bestellung kostenlose Desserts für ein ganzes Jahr dazu. Nice. Say his name and he appears, I believe it. Alles! Seit Anfang April kommentiert Big Caddy Kanzler fast täglich mindestens ein Video auf Instagram und spricht zum Low-Perform-Erfolg. Oh yeah.
In vielen Wahlkampfvideos geht es um Themen, die ihm über seine öffentliche Karriere hinweg wichtige Anliegen waren. Welches dumme Stück Scheiße schreibt immer rein, Geld ist nicht das Wichtigste? Die Leute, die schreiben, Geld ist nicht das Wichtigste, die sind behindert. Und das war der Clip. Erstens, dass ich mich sau triggern lasse, ne? Und zweitens, das ist so dumm. Alter, das ist wirklich der beste KS-Clip, weil der so dumm ist. Das ist so krass. Und ich mache jetzt wirklich 10.000 Leute reicher. Ich will 10 Leuten schaffen, dass sie bis Ende nächsten Jahr Millionär sind. Es wäre früher peinlich gewesen zu sagen, wir können uns was für 49 Euro nicht leisten. Wir hätten uns geschämt. Wie man sich das halt leisten kann, ist einfach, wenn man in den Buchclub geht und da halt auch nochmal merkt, wie man richtig mehrere Businesses aufbaut. Aber Geld ist in einem von Big S regierten Deutschland nicht das Allerwichtigste. Man braucht auch... Ich wusste nicht, dass der so dumm ist, tatsächlich. Das ist krass. Frauen. Der Erfolg bei Frauen ist aber ausnahmslos an Geld geknüpft. Ergo, Geld ist doch das Allerwichtigste. Entsprechend schwingt es für alle almanischen Geringverdiener staatsmännische Motivationsreden. Entweder du bist jemand, der sowas anguckt, oder du bist jemand, der sowas bekommt. Wenn du sowas bekommen willst, dann darfst du es nicht angucken, dann musst du richtig ranglotzen, arbeiten, erfolgreich werden. Und dann siehst du sowas nicht weglaufen, sondern dann siehst du es von vorne, wie es zu dir herrennt. Denn wie wir alle wissen, das Egoistischste, was ihr sein könnt, ist arm zu sein. In Karls Deutschland wird die Rolle der traditionellen Hausfrau gestärkt. Wenn ich das mitbekomme, dass Frauen sich verhalten wie da nehme ich der Hörer in die Hand und da rufe ich der Vater an. So nämlich hat er früher regelmäßig leicht bekleidet im Gym rumgegrunzt. Oberkörperfrei Trainingsvideos aufgenommen und eine Fashion-Straftat nach der anderen begangen. Philipp Plein an hier, die Jeans auch wieder so ein Seitenelement. Aber wenn Frauen sich nicht so anziehen, wie es ihm passt, dann wird er am liebsten kontrolliert ausrasten. Das, Leute, sind dann die Frauen, die sich dann im Gym drüber beschweren, dass sie angegafft werden. Wenn ihr nicht angegafft werden wollt, dann zieht euch doch bitte normal an. Alles klar, Digga. Der Autos slappende Stammtisch-S hat auch direkt eine passende Metapher parat. Stell dir mal vor, jemand zieht sich an wie ein Polizist, dann wird einer angegriffen und dann rennt er hin und sagt, hey, Hilfe, Hilfe, ich brauche deine Hilfe. Und dann sagt er, du, geiler nur weil ich Vergleich. Aussehe wie ein Polizist, bin ich doch kein Polizist. Stark. Wenn du nicht aussehen willst wie eine Lampe, dann zieh dich einfach anders an, okay? Wahrscheinlich! Im Dating-Game sind Männer Vertriebler und Frauen sind Marketer. Hä? Weil du von 20 bis 25 bist eine hübsche Frau, okay? Von 20 bis 25 und wirst von den Männern eingeladen. Von 20 bis 25. Das ist krass. Ach, nach 25 sind Frauen hässlich. Ist das krass. 25 und wirst von den Männern eingeladen. Irgendwann, Ende 20, bist du nur noch Secondhand. Du bist halt dann irgendwann mal vielleicht etwas Gebrauchtware. Uns fehlen in Deutschland die Kinder. Wir haben ein Demografieproblem. Gebrauchtware. Viktor Orban in Ungarn, der macht das ganz anders. Wir werden nicht von unseren dümmsten Leuten regiert. Deswegen, wenn es zu den nächsten Wahlen geht, Leute, wen werdet ihr wählen? Und damit sind wir bei der toxischen Seite des Kanzler-Contents angekommen. Karl S. ist irgendwie jetzt unterhaltsam. Das Problem ist aber, dass er seine Ambitionen und Pläne potenziell irgendwie doch ernst meint. Das ist krass, wie du 4.000 Aufrufe. Ich sag meine Meinung gerade nach außen. Das verstehe ich nicht. Der ist ja Multimillionär. So, der hat ja viel Kohle. Der hat ja sein Unternehmen gemacht. Der verkauft dann am Tag 6 Penispumpen mal 100 Euro. Und das monatelang. Der hat ja seine Kohle. Warum lädt er dann so Videos hoch? Dann machen die so alle, die hatten alle so 2.000 Aufrufe und sowas. Warum macht er das? Der macht das nicht zur Unterhaltung. Der denkt wirklich, der hat den Durchblick, ne? Und fordert alle Leute auf, die eine Reichweite haben, die ein Business haben, die Gelder haben, die Einfluss haben, ihre Meinung öffentlich zu machen. Deswegen informiert euch über die Politik, redet über die Politik und tut andere Menschen anzünden, dass sie auch wählen gehen. Wir müssen Deutschland rumreißen. Teile seiner populistischeren Inhalte sind ziemliche Hottakes mit ordentlich rechter Schlagseite. So viele gute Leute gehen aus Deutschland weg und was reinkommt, ist nicht das Gelbe vom Ei. Oh, der Anwalt ruft an, mal schauen, was er will. Ja, Klaus, was gibt's? Oh, was? Was hat er gemacht? Ja, Gott sei Dank hat er keine Steuern hinterzogen. Gott sei Dank war es nur ein dreifacher Mord und Kinderschändung. Wenn man also pro AfD-Meinungen raushaut, kommt die Polizei. Wenn aber irgendwelche Flüchtlinge Frauen belästigen, dann kommt keine Polizei rüber. Gute Nachrichten zur illegalen Einwanderung in Deutschland. Die Kriminalitätsrate sinkt im Ausland.
Wenn die guten Leute abhauen und schlechtere Leute reinkommen, geht alles im Bach runter. Dass Leute, die nicht eine hohe, also beziehungsweise einen hohen Grad an rhetorischer Intelligenz haben, also im Endeffekt nicht so schlau sind, die sind eher woke und wählen eher links. AfD oder Grüne? Aber da habt ihr aber auch extreme Formen. Also, nee, das kann ich nicht beantworten, weil die Grünen drehen am Rad und die AfD genauso. Also, nein, es gibt zum Glück ein paar Farben dazwischen. AfD oder? Meine Frage ist die, wo dreht die AfD am Rad? Zählt doch mal die Liste auf, was gegen die AfD bitte spricht und nicht nur so rechtsextrem dies, das. Das sagt auch noch vorher, rechte Parole die ganze Zeit raus. Scheiße. Ja, das Junge bin ich hier. Deswegen nie Geldleistungen, immer nur Sachleistungen. 1-Euro-Jobs, Zwangspflicht, sonst wirst du abgeschoben. Und noch was, wenn eine Frau oder ein Mädchen so einen Typen datet, ist ein Teil des Problems der Hygieneverseuchung. Wie verstrahlt kann man sein? Hygiene ist weg. Karl, lass deine widerlichen Stammtischparolen doch bitte auf Sylt. Ist rechts politisch gesehen was Schlechtes? Weil es wird ja immer das Wort rechts herumgeschmissen, die AfD sind zum Beispiel rechts, rechtsextrem. Aber ist es wirklich etwas Negatives? Als Partei in Teilen gesichert rechtsextrem. Das ist das Gleiche wie ich bin nicht rassistisch, aber. Extrem zu sein ist selbstverständlich etwas Negatives. Auch wenn es zahlreiche AfD-Wähler laut Umfragen leider Gottes nicht zu jucken scheint. Rechtsextremismus bedroht unsere freiheitliche Gesellschaft und unsere Demokratie. Nie wieder ist jetzt. Das werden wir immer und immer wieder klarstellen, auch wenn die Comment-Section unter diesem Video vor allem im Stolzmonat im Resultat von einer jämmerlichen Mini-Armee von braunen Deutschland-Flaggen im Profil fast Analphabet-Proleten durchseucht wird. Wo sind wir politisch eigentlich angekommen, dass irgendjemand in Deutschland Rechtsextremismus verteidigt? Richtig, in Deutschland. Swiped lieber nach... Das ist noch nicht mal 100 Jahre her, ne? Das ist echt krass. Seitdem heißt es immer wieder, nie wieder, nie wieder. Und jetzt rutschen wir genau da gerade voll rein. Und dass es in ganz Europa einen Rechtsruck gibt, ist ein Ding. Aber dass das auch relativ viele Jugendliche auch angesteckt hat, das ist so ein bisschen das Beängstigende. Wirklich. Das ist verrückt und gruselig zugleich, ja. Links und rechts zum nächsten Hundereel, wenn Big Daddy euch irgendwas von Politik erzählen will. Politische Bildung holt man sich nicht aus Insta-Stories oder auf TikTok. Löschtik. Das ist es. Also, alles, was Politik zu tun hat, die Themen sind immer so viel komplexer und auf TikTok siehst du 8-Sekunden-Clips. Wenn es so einfach wäre, alle Probleme zu lösen mit, die Ukraine fängt einen Krieg an, Russland fängt einen Krieg gegen Ukraine an, jetzt können wir uns das Gas von denen nicht mehr kaufen, Stromkosten werden teurer, ja, dann schiebt alle Ausländer ab und es liegt an den Flüchtlingen, Punkt. Und so hast du dann TikTok am Ende. Und dann feiern das auch noch die Leute. So leicht sind die Probleme nicht zu lösen. Das regt mich immer wahnsinnig auf, wenn es so einfache Lösungen geben würde. Das ist so krass. Will politische Bildung holt man. Das ist wirklich bei TikTok das Schlimmste. Die ganzen politischen Sachen. Das ist selbst wenn es irgendwelche Lösungen geben würde, wo du wir haben Probleme, das zieht sich seit 50, 60 Jahren durchs Land und dann machst du in 8 Sekunden zwei Sätze und das würde alles lösen. Das ist so eine Scheiße, wo man das einfach so ultra verleichtert und Populismus aus der Hölle, schlimmer denn je, das ist echt Arsch. Das ist richtig Arsch. Passt auf jeden Fall auf. Informiert euch politisch so viel, wie ihr wollt. Hört auch oft immer die Gegenstimmen, aber nimmt keine 7-Sekunden-Clips von TikTok, um euch daraus eine politische Meinung zu bilden. Und ja, da gibt's dann einen ultimativen Riesenwichser, der nur Scheiße labert irgendwie und dann ist das ein Flüchtling oder dann ist das ein, dann hat er irgendwo anders Wurzeln, aber das, dann könnt ihr das doch nicht pauschalisieren auf jeden. Das ist so krass. Oh Gott. Ich finde das so schlimm. Das fuckt so ab. Das ist so schlimm, was du da für Kommentare drunter lesen musst. Sich nicht aus Insta-Stories oder auf TikTok. Lösch TikTok, lösch OnlyFans, lass es alles einfach sein. Das war's für heute. Checkt unbedingt HelloFresh ab mit dem Code Hello2BG. Okay, das ist krass. Waren unterhaltsame Sachen dabei. Ich wusste aber nicht, dass der doch so dumm ist tatsächlich. Waren jetzt auch viele Clips auf einmal, aber der ist ja dann doch... Also er macht ja erfolgreiche Unternehmen und Geschäfte. Deswegen hätte ich das nicht vermutet. Aber krass.